die Handball Champions League bei den Frauen, mit Bietigheim und bei den Männern, dass sie sich heute erhoffen. Die Mannschaft der HSG Wetzlar, denn auf der rechten Seite Chabot, Rubi. Es ist ein guter Auftakt für die Gastgeber. Starke Parade von Klimke, unterbindet. Samuel Zehnder, macht er so weiter? Nein. Aber Klimke ist voll im Spiel. Fredericks. Holt Rubin. Chabot. Den kennen wir. Und die Wurfquote sagt natürlich eine Menge aus. Klimke mit der nächsten Parade. Auf rechts außen. Gute Balleroberung. Sutton. Und wieder Klimke. Rubin. Das meine ich. Auch für ihn natürlich, wie für jeden großgewachsenen Spieler. Gut rausgespielt, aber Klimke ist der Mann, der diesen Treffer ermöglicht. Den macht er sicher rein, Lukas Zerbe, mit dieser letzten Aktion der ersten Hälfte. Novak. Sicher. Sehr schnell dabei, Lukas Zerbe. 15-11, nur minus 4. Lenny Rubin. Fredericks. Chabot. Ja, und die sind ja auch hautnah dabei, genau. Was für ein wichtiger Treffer. Rubin. Den muss Hutecek nehmen. Das war die letzte Möglichkeit. So, und dann ist der Deckel aber richtig drauf. Durch Lukas Hutecek. Denn jetzt laufen die letzten Sekunden runter beim 24-27. Und dabei wird es bleiben. Sie lassen es runterlaufen. Und hier ist es mucksmäuschenstill.